Hallo meine lieben Fische, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Das ist die Legung von Anfang bis Mitte Juli. Ich mische hier gerade eure Karten schon mal vor, wie ihr seht. Oben seht ihr zwei verschiedene Orakelkartendecks. Da werde ich eine Überschrift mit ermischen und ich finde das hier sehr blockierend irgendwie. Guckt euch das mal bitte an. Da blockiert irgendwas bei euch ganz schön. Irgendwas ist hier Anfang bis Mitte Juli in der Blockade. Das gucken wir uns dann aber nachher an. Ich werde zwei verschiedene reinlegen. Die erste Reihe ist für die erste Woche. Ah, es geht besser, sehr schön. Die zweite Reihe ist für die zweite Woche. Es kann ein gesamtes Thema darstellen. Es können aber auch zwei verschiedene Themen sein. Wenn ich die Überschrift mit den Orakelkarten gelegt habe, gehe ich ins Tarot. Da gucke ich mir die Themen an und werde die Themen klären. Einmal mit den Lennys. Und dann habe ich hier noch die Kipperkarten dazu, ja? Und dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick, was bei euch oder was auf euch zukommen möchte. Wenn du mit dieser Legung nicht in Resonanz gehst, lieber Fisch, schaust du dir bitte Mond, Venus, Aszendentzeichen an. Ja, auch da können versteckte Botschaften für dich bereitstehen. Und wenn es gar nicht anders geht und du sagst, also irgendwie macht mich das ja nicht wirklich zufrieden und ich brauche mehr Unterstützung, ich bin blockiert, kannst du dir natürlich gerne eine Heilarbeit oder auch ein Coaching oder eine persönliche Legung bei mir buchen. Alle Informationen findest du unten in der Infobox. Geh bitte davon aus, es sind immer Kollektivlegungen. Manche Themen hast du durch, manche Themen kommen erst, manche Themen, da bist du gerade mittendrin. Und wie ihr seht, im Mischen kommen hier schon die Karten raus. Aber wir brauchen nur eine Karte und kein Durcheinander. Und so wie vorhin die Tarotkarten sich gezeigt haben, du bist sehr nervös, zeigt sich auch das. Wir gucken mal, wie wird hier der Juli? Die erste Woche im Juli 2023 für die Fische, bitte, fürs Universum. Wow, es ist Wahnsinn. So, letzte Runde und dann geht's los. So, aber jetzt eine Karte. Sehr schön. Also, das erste Thema ist, entspanne, lass die Dunkelheit los und bleibe bei der Sache. Es könnte sein, dass du hier mal hier, mal da, mal überall bist und dass du dich eventuell doch mehr mit dem Außen beschäftigst, mit Themen, die dich letztendlich runterziehen oder dass du mit Menschen zusammen bist, die dich runterziehen. Du bist auch definitiv nicht entspannt und das ist ganz wichtig, dass du in der ersten Juliwoche sagst, okay, das ist, mach dir doch einfach mal so Mindset, das ist die Woche der Entspannung. Ich lasse das Dunkle los und bleibe bei der Sache. Bei der Sache heißt auch, dass du schauen darfst, für was interessierst du dich denn? Wo liegen denn deine Interessen? Wenn du das nicht weißt, ist es deine Aufgabe, es rauszufinden und dir darüber Gedanken zu machen und dich auf das zu fokussieren, was dich glücklich macht, was dir Entspannung bringt. Ja, was dir einfach gut tut. Und das dann auch mitzuteilen. Ne? Im Mondschein, ja, da kommt die Intuition, lieber Fisch. Da kommen, das ist letztendlich der Mond. Das ist das Gefühl. Ja, ich fühle mich angespannt. Die Dunkelheit, hier haben wir die Dunkelheit. Ja, vielleicht möchtest du auch mal wieder eine Nacht durchschlafen. Vielleicht hast du schlaflose Nächte. Vielleicht hast du die Thematik, dass du zum Beispiel als Frau in den Wechseljahren bist und dass du dich über Dinge aufregst oder dich mit Dingen beschäftigst, die dich wahnsinnig machen und du dadurch schlaflose Nächte hast und dass du gefühlt emotional gerade nicht bei dir bist. Ja? Und dass genau das jetzt das Thema ist, entspanne dich, du darfst wieder bei dir ankommen. Vielleicht möchtest du auch meditieren, ja. Wir haben in der ersten Juliwoche im Übrigen Vollmond, Vollmond im Steinbock. Auch das kann hier ein guter Moment sein, wo du, vielleicht möchtest du dir Mondwasser selber herstellen, Heilsteine in den Mond legen, um sie aufzuladen, etwas zu tun, was dir Entspannung bringt, ja? Meditieren, dich vom Mondlicht, vom Vollmond
dich in die Entspannung bringen. Also du hast viele Möglichkeiten, Fisch, was du für dich selber tun kannst. So, wir gucken mal, was ist denn hier das Thema für die Fische, bitte? Wir haben hier die Karte der Konflikte, 5 der Stäbe. Konflikte mit dir selber. Wir haben es hier eventuell mit Selbstliebe zu tun, ein verletztes Herz. Es kann sein, dass du dich in letzter Zeit vielleicht mehr vernachlässigt hast wie sonst und dass du letztendlich dadurch verletzt bist. Oder du hast ständig Konflikte mit deinem Gegenüber und bist vom Herzen her sehr verletzt. Da ist es immer wichtig, dass du selber in die Initiative kommst, ja, steh auf und ändere den Zustand, wenn er dir nicht gefällt. Von außen wird nichts kommen, wenn du immer nur wartest. Das, was von außen passiert, da kann ich dir sagen, das wird nicht funktionieren. Die Veränderung findet immer bei einem selber statt, im Inneren. Ja, Gefühle, der Mond, ja, das Innere. 5 der Stäbe sind auch unter anderem Konflikte im Inneren, die man führt, mit sich selber. Ja, können aber auch Streitgespräche mit einem Herzmenschen sein. Dadurch bist du auch verletzt im Herzen. Und hier ist ein direktes, ja, das ist schon fast wie ein Wegrennen. Ne? Wir haben hier den Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist jemand, der direkt vorangeht. Du machst einfach dein Ding. So nach dem Motto, ich habe mich mit dir gestritten, du hast mich verletzt, ich gehe jetzt. Ich mache jetzt mein Ding, dann bleib doch da stehen und streite dich mit dir alleine. Ja, das kann auch sowas sein. Ne? Ja, und wir haben hier natürlich auch ein Thema, was mit den Finanzen zu tun hat. Ne? Beständigkeit, Sicherheit, die familiäre Sicherheit in den Finanzen. Das kann hier das Thema sein, der Auslöser sein. Ich habe keinen Bock mehr, mich ständig um das Geld sorgen, um Geld Sorgen zu machen, um mir Gedanken ums Geld zu machen. Ja, also hier haben wir ein Thema in Bezug auf die Finanzen bei euch. Wir gucken uns jetzt mal an, was ist dieser Konflikt hier. Ja, 5 der Stäbe, Streitthema innerlich wie äußerlich, um was geht es hier? Wir haben hier den Brief, positive Kommunikation. Boah, gleich 3 Karten. Wir haben hier das reiche Mädchen. Das kann zum Beispiel eine Tochter sein. Ja, es kann jemand aus der Familie sein oder eine dritte Person sein, die hier um die es hier geht. Eventuell haben wir es hier mit einer Reise zu tun, dass sich jemand auf dem Weg macht, um etwas zu tun, um hier eventuell einen Geldmangel, der euch hier Probleme in der Beziehung bereitet oder der dir Probleme bereitet, der hier zu einer verbesserten Situation führt. Positive Kommunikation, das reiche Mädchen, mit dem du kommunizierst oder dein Gegenüber, wo du eventuell eine Reise hin machst oder sie zu euch kommt, um hier und auf das Geld hier etwas zu tun, damit ihr, vielleicht ist es auch ein Jobangebot, ich biete dir hier was an. Ja? Fisch, ich hier, das reiche Mädchen, biete dir an, mach mich auf den Weg oder mach du dich auf den Weg. Kann auch ein Außendienstmitarbeiter sein, ein Außendienstmitarbeiter oder eine Tätigkeit sein im Außendienst. Ich hätte hier eine Arbeit, eine Möglichkeit, wo du hier unverhofft Geld bekommen könntest. Und das ist letztendlich eine positive Kommunikation, die hier in den Konflikt geht. Wenn zum Beispiel dein Mann sagt, nee, ich will nicht, dass du arbeitest, das kann es natürlich auch sein. Und du sagst, ja, aber wir sind in einer Situation, ich muss dazu arbeiten. Also hier ist irgendwas, was auf dem Weg zu dir ist, was mit unverhofftem Geld zu tun hat, was durch ein reiches Mädchen, eine dritte Person kommt. Es ist letztendlich eine positive Nachricht, aber dieses Ganze hier, du könntest eventuell Geld verdienen durch eine Reise oder da kommt jemand in dein Feld, der dir hier was anbietet, das könnte hier zu einem Konflikt führen. Oder du sagst, ich möchte gar nicht arbeiten. Na, dann haben wir hier die Konstellation, dass vielleicht dein Mann arbeitet, aber du nicht. Und diese Streitsituation führt hier zum Herzschmerz. Na? So, wir gucken mal. Also hier möchte unverhofft das Geld auf dich zukommen. Es ist eine Chance, dass es euch finanziell hier eventuell besser gehen könnte. Und das löst hier einen Konflikt bei euch aus. Du machst es hier auch offiziell. Ja, ich habe Herzschmerz. Ja, ich bin unglücklich. Mir geht es gerade nicht gut. Vielleicht ist das auch dieser Konflikt
Öffentlichkeit, dass die anderen das mitkriegen. Ja. Und du möchtest letztendlich am liebsten die Beziehung beenden. Und das offiziell. Das könnte das auch sein. So nach dem Motto, du willst in die Stabilität gehen. Dann könnte es sein, dass du ein Jobangebot bekommst, dein Gegenüber dagegen ist und du sagst, ich will mich sowieso von dir trennen. Ich will das nicht mehr, wie es mal war. Das heißt, dass dein Gegenüber dann und die Konflikte genau die Dunkelheit in deinem Leben sind und dass du jetzt Anfang Juli hier, und da haben wir auch wieder das Thema Ehestandskarte, Familie, was haben wir hier? Ja, Schlüssel zum Erfolg. Das könnte hier wirklich ein Angebot sein für dich, dass du auf eigenen Füßen stehen könntest oder dich auf eigene Füße stellen möchtest. Und da hat dein Gegenüber wird dich auch nicht einfach so loslassen. Das kann ich dir auch sagen. Du willst am liebsten wegrennen, du willst direkt vorangehen. Und ich sehe hier auch keinen Neubeginn, offiziellen Neubeginn in der Liebe, weil du bist hier verletzt. Du willst dich verselbstständigen. Ja. Du ziehst dich dadurch zurück, du gehst in die Öffentlichkeit oder du gehst voran. Und ziehst dich durch dieses Vorangehen, bist du ja von deinem Partner nicht mehr, du bist nicht mehr präsent. Vielleicht bist du auch gar nicht erreichbar für deine Familie, wenn du gerade mal einkaufen bist oder dir dadurch halt, weil sie mit einer Nachbarin einen Kaffee trinken gehst. Du bist dadurch nicht präsent. Du bist im Rückzug von dieser Situation hier. Ja? Du versuchst alles zu tun, um aus dieser Herzschmerz-Konflikt-Situation rauszukommen. Du ziehst dich von deinem häuslichen Umfeld zurück, indem du vorangehst. Du gehst aus der Konfliktsituation, gehst du raus. Ja? Ja, ganz schöne Umbruchsenergie hast du hier, lieber Fisch. Was die zweite Woche sagt. Die zweite Woche kann ein komplett anderes Thema sein oder kann aber auch das Thema zu diesem Thema hier sein. Eine Karte bitte für die Fische zweite Woche. Nur eine Karte bitte. Da ist es schon. Wunderbar. Wenn du bittest, dann wird dir gegeben. Also, hast du hier Schwierigkeiten und willst es anders haben, dann bitte darum. Um Führung, dass du dich veränderst, dass du alles dafür tust, dass du deinen Seelenweg gehen kannst. Bitte darum und dir wird gegeben, ja, egal in welcher Form auch immer. Und mach dir keine Gedanken, wie das unverhoffte Geld auf dich zukommt. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, dass du an dir arbeitest. Genau, nach dem Sturm, also nach diesem ganzen Theater. Wunderbar, ich glaube, das ist einhergehend mit dieser ersten Woche. Was ist denn nach dem Sturm? Also die erste Woche wird sehr stürmisch werden, weil du wieder versuchst auszubrechen, Fisch. Nach dem Sturm richtest du dich neu aus. Hier gehst du raus und hier richtest du dich neu aus. Ja, der Kompass ist immer Neuausrichtung. Der Kompass ist immer, dass du sozusagen deine Route, deinen Weg, wie als wenn du vor einer Weggabelung stehst und sagst, okay, ich wollte eigentlich geradeaus. Jetzt stehe ich aber vor dem Weg, der geht nur nach links und nur nach rechts. Was machst du jetzt? Gehst du geradeaus, läufst du gegen einen Baum? Nicht gut. Also musst du dich jetzt entscheiden und wirst nach dem Sturm, der in der ersten Woche hier stattgefunden hat bei dir, wirst du neue Wege gehen. Und da kommen schon die drei Karten. Wow. Oh, das sind sogar vier. So, dann nehmen wir die hier. Und die hier. Und die hier. So. Also, wir haben hier den Pagen der Stäbe. Der Page der Stäbe ist, du brennst für irgendwas. Ja? Du brennst für irgendwas, was du... Page ist immer jemand, der neue Bereiche begeht, neue Wege gehen möchte. Und du brennst für irgendetwas. Dir tut auch dieser Rückzug vom Häuslichen, tut dir gut. Und es könnte sein, dass du dadurch vielleicht Impulse erhältst von der Außenwelt und sagst, okay, ich habe jetzt einen Vergleich zur Vergangenheit.
Und irgendwas ist hier nach dem Sturm, Neuausrichtung. Du hast dich hier neu ausgerichtet oder wirst dich neu ausrichten und du brennst für irgendwas. Man richtet sich nicht aus, weil alles schön ist, sondern du sagst, ich weiß, was ich hatte und ich gehe in Leichtigkeit, Feuerenergie, ich brenne für das Neue. Und du hast aber immer noch die Vergangenheit im Kopf. Also das Neue ist sozusagen, ich will nicht sagen Pflasterkleben für das Alte, aber du möchtest das Alte halt nicht mehr. Deswegen richtest du dich neu aus und du bist bereit, hier neue Wege zu gehen. Ja? Und zwar, weil du für irgendetwas Feuer und Flamme bist. Nach dem Sturm kommt die Ruhe wieder rein und du kriegst klare Gedanken. Ich richte mich neu aus, ich brenne für irgendwas, ich möchte hier neue Wege gehen. Es ist der Schlüssel zum Erfolg, der dir aus der lichtvollen geistigen Welt geschickt wird. Die Möglichkeit hier, guck mal, wenn du das so und so machst, dann könnte das so und so werden. Entscheide du. Du musst aber nicht. Das hier ist alles nur ein Kann. Du kannst auch sagen, ich bleibe in der Vergangenheit. Ich bleibe bei dem, was ich hatte. Ich brenne für etwas, aber es flammt dann wieder ab und ich richte mich dann doch nicht neu aus. Ja, weil nach dem Sturm kommt ja auch wieder Ruhe rein. Dann haben wir wieder diese Schlaufe, die hier einhergeht mit, dass du einbrichst, dass du nicht stabil bist. Sondern ich gebe dir noch eine Chance, okay. Ne? Aber das würde dich nicht weiterbringen. Wenn dein Seelenvertrag etwas anderes vorsieht, dann wirst du immer wieder diese gleiche Situation erleben, bis du begreifst, um was es dir geht. Ich denke mal, du hast hier so ein, das ist, wie soll ich sagen, du hast hier, ich kriege immer Karma, Familienkarma, du hast hier etwas, was von der mütterlichen Seite aus schon in Vergangenheit immer so passiert ist. Und das könnte sein, dass deine Mutter das gleiche Thema hat, dass du das gleiche Thema als Tochter hast, dass wenn du Kinder hast, Töchter hast, dass die genau dieses gleiche Thema haben. Und deine Aufgabe ist es hier, den Mut aufzubringen, neue Wege zu gehen. Den Mut aufzubringen, zu sagen, ich beende das jetzt hier. Deswegen auch die Neuausrichtung. Das sind karmische Bänder, die hier gelöst werden dürfen. Wenn du dazu Fragen hast und du möchtest das mal durchführen lassen, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Dann machen wir das mal. Interessant ist es hier auch, dass hier Gespräche von Herz zu Herz geführt werden. So nach dem Motto, dein Gegenüber kommt hier mit einem liebevollen Angebot auf dich zu, ja, und möchte dich besänftigen. Nee, bleib doch, war doch nicht so gemein, tut mir leid. Ja, hier ist die Frage, wie stabil du bist. Das könnte dein Vater und Großvater mit deiner Mutter und Oma genauso gemacht haben, damit ihr euch nicht weiterentwickelt. Das sind karmische innerfamiliäre Verstrickungen, die hier aufgezeigt werden. Immer Unterdrückung rein. Ja, im häuslichen Bereich werden hier die Gespräche von Herz zu Herz geführt. Du wirst deinem Gegenüber aber mitteilen, dass du dich darauf nicht mehr einlässt. Wir haben die traurige Nachricht. Und du wirst deinem Gegenüber in diesem Gespräch sagen, ich möchte nicht mehr. Interessant. Und er kommt trotzdem nochmal auf dich zu. Der wird richtig kreativ hier, dein Gegenüber. Der wird richtig kreativ und versucht dich nach wie vor zu halten. Das ist ja spannend. Ich sag ja, der lässt dich so schnell nicht gehen. Der versucht nach wie vor, versucht er dich hier zu halten. Der möchte nicht, dass du aus dieser Beziehung rausgehst. Du willst aber nicht. Es wird etwas reduziert. Du willst dieses liebevolle Angebot nicht mehr. Du hast da keine Lust mehr drauf. Immer wieder die Stürme. Immer wieder die Neuausrichtung. Und immer wieder das Einbrechen. Komm, lass uns doch an unserer Beziehung arbeiten. Wir sind doch schließlich miteinander verheiratet. Die Arbeit, das Liebesglück und die Ehe. Wir sind schon so lange zusammen, lass uns doch daran arbeiten. Ich verspreche dir auch, ich werde alles dafür tun,
dass sich hier was ändert. Du willst aber nicht. Du willst es nicht mehr. Und das ist auch das, ich habe hier eine karmische Linie von einem Mutterthema. Also das sind so diese karmischen Verstrickungen in eurer weiblichen Ahnenlinie, sehe ich hier. Und du bist dabei, das zu unterbinden, zu brechen. Ja, du willst das nicht mehr. Ich guck mal, was hier noch ist. Genau. Wow, krasse Nummer. Wir haben hier, meine Lieben, die 8 der Kelche. Ein Zustand wird von euch verlassen. Du wirst daran wachsen, die Größe und die Stärke, die wir hier haben. Und es wird für dich ein Geschenk sein, diesen Zustand zu verlassen. Du sagst dir, alles ist besser wie das, was ich hatte. Ich habe hier einen starken Fisch liegen, der lange Leiden ertragen hat und der jetzt endlich nach dem Sturm, und deswegen auch hier, entspanne, lass die Dunkelheit los und bleib bei der Sache. Genau, was willst du nämlich? Du willst die Trennung, da musst du die Trennung durchziehen. Das macht erstmal Unruhe, das bringt Theater, Streit, Konflikte, aber du bekommst hier wie ein Jobangebot. Du kannst auch ohne deinen Mann. Du sagst, wenn du der Meinung bist, ich kann ohne dich nicht leben, dann kann ich dir sagen, das stimmt nicht. Und auch die Öffentlichkeit weiß, dass du nicht mehr glücklich bist mit diesem Menschen. Und dass du auch immer wieder aus der Situation rausgehst und dich zurückziehst vom häuslichen Umfeld. Das ist doch kein Zustand. Und deswegen, nach dem Sturm kommt die Neuausrichtung. Du brennst für irgendetwas. Nicht mehr in die Vergangenheit zurückzugehen, sondern du bekommst hier den Schlüssel zum Erfolg. Ein karmisches Thema der weiblichen Ahnenlinie. Positive Gespräche, die hier geführt werden, wo du aber sagst, ich möchte keine Stabilität mehr mit dir, ich will das nicht. Du lehnst das ab. Er versucht es immer wieder, aber egal, ob du verheiratet bist mit ihm, das ist dir völlig Schnuppe, das willst du nicht. Du gehst hier definitiv raus und dieser Ausbruch, dieses Beenden dieser Beziehung, dieser Ehe, macht dich größer und stärker und bringt dir die Stabilität, die du letztendlich leben sollst und die für dich vorgesehen ist. Ja? In diesem Sinne, lieber Fisch, ich würde mal sagen, Gott sei Dank und endlich kommst du in deine Kraft, in deine Stärke, dadurch, dass du einen Zustand verlässt, der dich unfassbar belastet. Ja? Und du kannst hier einen Neuanfang machen. Es ist ein Geschenk für dich letztendlich, dass du hier neue Wege gehst. Also du bist schon einen ganzen langen Weg des Leidens gegangen. Und wenn du dich dazu entscheidest, sieht da geht mein Kehlchakra zu, dann ist das letztendlich genau der Weg, den du gehen sollst. Ja, du weißt es intuitiv auch schon, dass du dich neu ausrichtest. Deine Intuition sagt dir auch Neuausrichtung. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ihr damit in Resonanz gehen konntet und dass ich euch ein Stück weit helfen konnte. Wenn nicht, guck dir gerne Mond-Venus-Aszendenzzeichen an und ich freue mich, wenn ich dich das nächste Mal hier wieder mit dabei habe. In diesem Sinne, alles Liebe, macht's gut!